Hey, Schuss, Leute, willkommen zurück zu Let's Play. Ich wollte schon wieder Pokémon sagen, weißt du? Zweiter Aufnahmetag und ich sag schon wieder Pokémon. Nee, es ist Yu-Gi-Oh! Kapselmonster Colosseum. Und wir machen uns jetzt ja hier auf gegen Weevil Unterhölzchen. Gegen Weevil Streichholz. Weil mehr wird von diesem short-tragenden Freak nicht übrig bleiben. Meine Güte, zieh dir mal eine vernünftige Hose an und. Jesus Christ, zieh dir richtige Schuhe an. Du siehst aus wie ein Loser. Nur mal so nebenbei. Zieh dir eine vernünftige Hose an. The fuck? Na, das sieht ja nach einer Feier aus. Ach du Scheiße. Weevil ist ein einziger Käfersammler. Definitiv. Lange nicht gesehen. Hey, oh ja, sie haben sogar seine deutsche Stimme. Wunderbar. Yugi, wenn du dir mit deinen schmuddeligen kleinen Fingern den Turniertitel schnappen willst, dann musst du erst an mir vorbei. Dann werde ich das tun, Weevil. Ich werde es jederzeit und überall mit dir aufnehmen. Wie wär's mit sofort und gleich hier? Ja, aber nicht, wenn Kinder zuschauen, geht bitte. In Ordnung. Zeit für ein Duell. Oh Mann. Was willst du machen, Weevil? Hier ist kein Schiff in der Nähe. Willst du wieder meine Karten ins Wasser schmeißen? Wie eine kleine Pussy. Ja, guck dir das mal an. Guck mal an, wer anfangen darf. Der ist umringt von Wasser? Okay, das könnte ein Problem werden. Der hat sogar Wassermonster und ein Blitzmonster. Ja, doch, der Weevil, ne? Der Weevil, der will auf die Nase. Aber! So, warte mal, welche Leute schicken wir denn dafür los? Warte mal, können wir das irgendwie mal... Spalte? Ist das so jetzt sortiert? Nö. Ah, nach Attribut, ja genau. Genau, wir schicken... Also der Skelettengel auf jeden Fall, der ist MVP hier. Dann schicken wir... Du kostest eine ganze Menge, mein Freund. Ich hoffe aber... Du hast 280 PP, das ist eine Menge. Du bist teuer, Junge. Gucken wir mal. Dann schicken wir noch auf jeden Fall dich in den Fight. Du warst doch der, wo schon, ne? Hast schon... Du bist 55, hast 55 Erfahrung. Gut. Warum will ich... Ich habe ein Level 2 Feuermäher. Warum will ich den denn reinschicken? Ein Feuermaroder kostet auch Geld, aber wir haben noch... Wir haben noch gut übrig. Schicken wir Lavas rein. 271 kostet kaum was. Ja, locker. Und einen können wir noch. Ein... Na, du bist zu teuer. Ein Kakerlakenkrieger. Der ist auch ziemlich tanky. ...150. Holla die Waldfee. Was können wir denn noch jetzt hier in den Kampf schicken? Der Zeitzauberer ist auch gar nicht mal schlecht. Wie war deine Reichweite nochmal? Du hattest so eine krasse Reichweite, wasn't it? Ja, du kannst dich so mega weit bewegen. Du hast eine Bewegung von 3 und einen Angriff von 2. Komm, wir geben dir eine Chance. Wir haben 6 Viecher. Das sollte hinhauen. Ach du Scheiße. Wo ist denn der? Ach, da oben. Ja, warte mal. Ich verstecke mich hier hinterm Baum. Wird er mich nie sehen? So, der Skelettengel kommt hier hin. Zeitzauberer. Am besten irgendwo hin. Hier kann er sich gut bewegen. Ich muss ja gucken, dass er sich diagonal bewegen kann, der Dude. Du musst dich gerade bewegen, Lava. Achso, ich darf dich da nicht platzieren.
Den Feuer... Ich habe den Feuermaroder auch mitgenommen. Ja gut, ich will den Typen niederbrennen. Also das ist eigentlich mein Basic-Plan. Und der herbeiberufene Totenkopf. Das wäre bescheiden. Ich schick dich mal hier hin. Okay. Es ist... Das Spiel ist wirklich basically Kampfschach mit Elementen. Okay. Let's do this. Ich duelliere mich ehrenhaft und ich hoffe, du wirst das gleiche tun. Es ist Weevil. Yugi, was erwartest du? Der Typ hat deine Karten ins Wasser geschmissen das letzte Mal. So, gucken wir mal, dass wir ein paar rauskriegen. Du kostest nicht viel. Optische Gaming TV, danke für den Sub. So viel mal dazu. So, jetzt müssen wir mal gucken. Irgendwen, der am besten... Der Zeitzauberer, der ist eigentlich immer flink. Den können wir flink an die Front jagen. Du Skelettengel, dich... Ups. Wollte ich eigentlich gar nicht. Du kannst dich aber auch bewegen und das war's. Genau. So, dann wollen wir mal gucken, was der... Was unser Unterholzkind hat. 5 Monsters... Ich werde dich platt machen wie Termiten einer Holzhütte! Ja, okay. Cool. Was hast du denn da? Kakerlakenritter? Nadelwurm? Nur 2? Was ist mit dir kaputt? Hier komme ich. Yugi, das will ich so genau gar nicht wissen. -6. Es ist, aber er kommt schon mal... Wir machen ihm mal ein bisschen Angst. Machen wir dem Jungen mal ein bisschen Angst. Alter, und er ist hier richtig am Losen. Er mag das hier gar nicht. So, und jetzt kann ich noch dich beschwören. Und glaube ich noch einen? Oder bin ich leer? Nee, dich nicht. Oh. Ich habe generell nicht genug AP? Oh, Tatsache. Ich könnte nur mich bewegen. Ja, gut. Na, Effekte gibt's noch keine. Also, noch nicht. Aber kommt wahrscheinlich noch. Oh, no! The bitch! The UE Nightmare! Danke dir fürs Followen. Ja, und schon haut er ab. Er bewegt sich gerade die ganze Zeit nur im Wasser. Was hat er damit vor? Oh, jetzt rocken wir. Gucken wir mal, was wir mit dem Zeitzauberer so anstellen können. Wir können ihm auf jeden Fall schon mal hart auf den Sack gehen. Können wir nicht. Doch, können wir. Ich habe nichts gesagt. Wir können ihm sogar hart auf den Sack gehen. Und das werden wir. Das ist so gut wie gar nichts. Scheiße. Aber gut, der Kakerlakenritter ist ja sowieso bekannt dafür. Na, davon abgesehen, dass der hier einen ziemlichen Boni hat. Ich bin noch am Überlegen, ob ich das wagen soll. Wie kann der sich bewegen? Also er kann mich, selbst wenn er sich hier hinstellt, 1, 2, könnte er noch nicht angreifen. Was ist mit dir? 2, 2, und du greifst hier diagonal an, wa? Nee, auch so. Und was mit dir? 2. Okay, mein Zeitzauberer ist noch sicher. Gut, ich schick erstmal Verstärkung. Ich lass dich erstmal da, wo du bist. Just in case. Und schick dir erstmal ein bisschen Verstärkung nach. So. Bevor wir hier den Rest beschwören. Plus 33. Oh, Lavas. Lavas rastet. Alter, wenn der an die Front kommt, ne? Das Ende. Das Ende im Gelände. So, und dich können wir auch noch rausholen. Oh, so cool. Ach, komm. Stampfen wir mal ein bisschen weg. Okay. Ja eben, also ich habe einen Feuerzombie. Warum kriegt er hier so hart auf die Nase? Ich meine, Lavas ist irgendwie der Einzige, der sich hier richtig wohlfühlt.
Okay, Abwasser oder wie das Ding halt. Was ist das denn? Er stampft sich richtig in die Ecke. Das Problem an dieser Map gerade ist, man sieht andauernd nichts durch die Bäume. So, dann wollen wir nochmal gucken. Also, erster Angriff ist uns sicher. So viel, das wissen wir. Du... Ja, du musst sowieso erstmal nachkommen. Bis du irgendwas machst, das dauert noch. Du hast auch noch nicht viel zu melden. Seid sauber. Ich möchte dich erstmal in der Bergline lassen. Was kann ich mit dir anrichten? Nothing. Cool. Außer dich in Gefahr begeben. Wenn ich mit dir da hingehe, kriegst du aber auch Schaden. Wir überlegen noch. Plus 20, Alter. Sobald Lavas hier überhaupt auftaucht, ist radikal. Dann ist hier Ende. Dieser fucking... Viel besser. Ganz vergessen. So komme ich... Ich muss gucken, dass er nicht in Reichweite kommt, sodass ich noch trotzdem den Erstangriff habe. Du bewegst dich 2. Bist du hier. Bist in Attack Range. Oder du gehst hier hin und greifst meinen Zeitzauberer an. Das finde ich jedoch nicht so witzig, wenn du das tun würdest. Deswegen bewege ich den nochmal ein bisschen zurück. You little asshole. So, und du... Echt, der Kakerlakenritter ist das einzige Problem, was wir gerade haben, wa? Der kann nur da und hier. Positionierung ist das A und O, meine Freunde. Weißt du was? Sag mal, Yugi-Dong. Du kommst zu mir und dann kriegst du auf die Nase. Das habe ich mir gedacht. Das sieht doch jetzt um einiges amüsanter aus. Das Wasservieh könnte ein Problem werden und das Ding da... Was ist das da unten überhaupt? Was denn jetzt? Ich wollte gerade sagen... Das Siegel von Eukalkos vom J-Day. Natürlich habe ich das noch. So, warte, was ist jetzt passiert? Ist das Wasser weg? Es ist auf jeden Fall ein bisschen heller hier. Ein Donnermonster. Ach du Scheiße. Dieser fucking Baum. Was ist, wenn wir dich hier angreifen? Wie hart kriegst du dann auf die Nase? Fast schon destroyed. Aber du bist auch hart am eskalieren dann. Warte mal. Was ist, wenn wir uns hier hin bewegen und jetzt erstmal deine Kakerlake vorknöpfen? Die können wir wegsnipen. Die können wir wegfrühstücken. Okay, dann ist die Frage. Dich kann ich noch dahin positionieren? Eigentlich sieht das gar nicht mal so schlecht aus. Aber ich gucke erstmal, was ich mit euch hier hinten machen kann. Du kannst hier hin. Ich frage mich, ob mein beauftragter Overlord hier überhaupt irgendwas zu melden hat hier in dem Duell. Und du kannst... Den Kakerlakenritter können wir ausradieren. Jetzt muss ich mich nur noch entschließen, wie. Ich pack dich hier hin, greif die Kakerlake an. Ist nicht viel Damage, aber es wird genügen. Es wird genügen. Der Beauftragte ist Deko. Richtig, beachtet den gar nicht. Der soll dann nur böse dastehen. Winga, wunga, winga, wunga. Skedaddle, skedoodle. Your dick is now a noodle. Alter, ich hätte nicht gedacht, dass der den einfach weglasert.
dachte, er lässt das Ding irgendwie rosten oder so, aber nö. Laser weg, das Ding. Ach, guck mal, Lavas haben wir doch auch noch. Der macht mit dem Ding jetzt nämlich kurz den kürzesten aller Prozesse. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Shit. Ja, gut. Ich hätte gedacht, das würde reichen, aber offenbar tut es das nicht. Miau. Aber gut, es ist ja noch nicht so schlimm. Wir haben ja noch ein paar Angriffe über. Und dann sind wir so oder so im Vorteil. Ein paar Erfahrungen. Ja. Oder kümmern wir uns erst... Was hast du? Was machst du? Du bist jetzt 1,61. Die Raupe ist sogar ein tatsächlich größeres Problem. Die hat auch einiges mehr Attack. Also von daher, ich glaube, der Kakerlaken-Lord ist gar nicht mal so unser Problem. Deswegen sollten wir uns vielleicht erst um das Ding hier kümmern. Ja, genau. Weil jetzt... Du gehst mir auf den Wecker! Wow. Schöne Sprüche. Ach shit, wir... Ah, da habe ich mich um ein Feld verschätzt. Naja, ist nicht schlimm. Ich kann mit dem Kakerlakenkrieger abrechnen. Ja, genau. Okay. Das wird dir nicht weiterhelfen. Doch, das Ding war eigentlich ein ziemlicher Tank. Also von daher, ja, es wird mir weiterhelfen, Weevil. So war das nicht geplant. Digga, du bist gerade erst am Zug. Auf wen gehst du? Lavas? Ja, mein Gott, Lavas. Der hält das aus. Ich bitte dich. Was ist denn dein Sinn? Du sagst gerade so, als ob du gegen Lavas eine Show. Oh, shit. Das Ding geht... Der will meinen Sniper. Aber mein Sniper hält auch das aus, du kleiner Boon. Aua. Oh, aber ich glaube, der steht jetzt... Ich glaube, wir sehen gleich einen Beauftragten der Dämonen in Action. So oder so. So, jetzt haben wir hier ein Schlachtfeld. Jetzt haben wir ein Schlachtfeld. Jetzt müssen wir das nur richtig koordinieren. Ich bin im Vorteil. Ich werde dieses Duell schnell beenden. Das sowieso. Jetzt müssen wir nur richtig koordinieren. Also du bist im Grunde... Easy cheesy. Du klatscht das Ding wahrscheinlich auch weg, als wäre das nix. Habe ich recht? Ja klar, das Ding hat nur noch 14 Punkte, also. Und sonst wird mir der Beauftragte gerade sowieso nicht helfen können. Wenn ich ihn hier... Ja gut. Das Ding ist Donner. Vorteil gegen Dreck. Ich muss auf jeden Fall hier den hier loswerden, der, sonst ist er hier gleich, Zunder. Da bleibt nicht viel von übrig dann. Du kannst dich weit bewegen, aber nicht viel angreifen. Aber ich könnte damit... Raupi platt machen, wenn ich ihn hier, wenn ich Lavas wegbewege. Ich würde nämlich sagen, wir bewegen den Beauftragten hierhin. Hier dann nämlich noch plus eins. Mann, damit die Modde kaputt. Und das will ich sehen. I want to see this. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh ja. Das ist ein Monster. Alter, als ob so ein Megazord auf dich reinknallt. Das ist wie das Ende von Pacific Rim 2.
Hat er gerade so viel Erfahrung gekriegt? Okay, du... Erstmal müssen wir Lavas hier wegkriegen. Nachteil Wind. Wir können dich allerdings hier hinschicken. Dann ist nämlich der Feuersniper in Sicherheit. Ich muss mal gucken. Wenn ich dich... Du kannst dich hierhin bewegen, wenn Lavas weg ist. Denk mal, das ist aktuell kein großes Problem. Ich könnte auch... Was bist du hier nochmal? Du bist die Raupe. Warte mal, gegen was bist du gut? Gegen Wind. Wind ist mir Wurst. Wir packen dich hier hin. Klatschen dich. Klatschen die Modde. Boom. Keine Erfahrung. Du könntest... Wenn ich mich dahin bewege, könntest du das Ding ausschalten. Ich glaube, der Wurm hat nicht mehr viel, ne? Nö, der hat nicht wirklich viel. Aber das wäre dumm. Ich greife lieber dich hier an. Vorteil gegenüber Licht. Ich kriege aber auch von ihm hart aufs Maul, wenn ich da bleibe. Ich glaube, das überlebe ich, oder? Es könnte knapp werden. Das könnte wirklich knapp werden. Aber... Warte, was kann ich mit dir hier machen? Du kannst dich nur so bewegen und versuchen, einen Fisch zu grillen. Was würde mir das bringen? So gut wie nichts. Allerdings, was, wenn ich mich hierhin bewege, den hier angreife, instant destroy. Ah, verlockend. Und ich glaube, einen Angriff dürfte er überleben. Ich meine, er ist eine Glaskanone, yes, aber das Ding ist instant destroyed. Ja, komm. Da brauchen wir nicht mal Lavas für. Na schön. Na schön, schusch. Dich bewegen wir mal hierhin. Auch wenn das... Achso, ich kann von hier aus sogar angreifen. Ich will eigentlich mit dem anderen angreifen. Damit der auch ein bisschen Erfahrung kriegt. Wobei das eigentlich blöd ist, oder? Es ist eigentlich sogar richtig blöd. Ach komm. Fuck it. Fuck it. Klatschy Wagweevil. Oh Gott, die Statue sieht pissig aus. Es sieht einfach nur aus wie so ein regulärer Dude. Pyroklasm. Hadouken. Einfach die Raupe weggeschojugend. Das überlegt er sich zweimal. Ja, das Schlimmste, was passieren ist, dass wir halt ihn hier verlieren jetzt. Das kann jetzt gleich wirklich sein, weil wir haben nur noch den Zeitzauberer, der wenigstens angreifen kann. Ich glaube aber nicht, dass er... Ja, viel zu melden hat er nicht. Viel zu melden hat er nicht, aber immerhin hat er etwas zu melden. Und mit dir... Nee, ich krieg dich nicht in Angriffsposition, leider. Ja, aber warte mal, dann platziere ich dich ein bisschen schlauer. Machen wir wenigstens so. Ja. So, jetzt bin ich mal gespannt. Geht ein Monster drauf oder kriege ich hier ein Perfect? Es wird jetzt interessant. Nee, schau mal. Oh, fuck. Ja gut, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aua.
Ja gut, der war angeschlagen. Das hätte ich mir eigentlich denken können. Ah gut. Es gibt Schlimmeres. Immerhin, wir haben es fast perfekt geschafft. So gut wie perfekt. Das macht überhaupt nichts, aber macht nichts. So. Und den Rest. Warum mache ich es mir so kompliziert? Richtig. Das wird dir den Rest geben. Boah, ich bin pissig. Das eine Wassermonster, was er hat, ne? Macht mir solche Probleme. Das ist ein Albtraum. That was easy. Es ist Weevil, was habe ich eigentlich anderes erwartet? Nein! Wie konnte ich bloß verlieren? Hey, ein Duell ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Und jetzt ist es gerade vorbei. Das gibt jetzt nochmal schön Mad Cash. Zwar für unseren Skelettengel nicht, leider. Aber, boah. Okay, mein Symbol kann... Oh. Gib mir mal... Effektstärke. Effektstärke. Ich habe noch nicht mal Effekte. Na komm, wir machen mal alles um einen. Cool, ich wusste nicht, dass wir auch aufleveln können. Ein weiteres Donnermonster ist, glaube ich, gar nicht mal schlecht. Und... Ach komm, noch so ein Kakerlaken-Dude. Weggeklatscht, den Jungen haben wir. Da diskutiert der nicht mehr. Lass mich raten. Nächstes Opfer ist Rex. Rex Fapter. Nani? Für Moneten. Danke, der Astralkrieger. Ach. Ich krieg das auch so hin. Also, bitte. Ich habe auch ein Finsternis-Monster gegen ein Lichtmonster kämpfen lassen und habe gewonnen. Also ich bitte euch. Vertrauen, wenn ich bitten darf. Oder der Freaky Fish Guy. Okay.